Herzlich willkommen zu Die Filmanalyse, heute mit David Cronenbergs Cosmopolis. Der Regisseur Cronenberg lässt in seinen Filmen die Kamera in die Untiefen der menschlichen Seele fahren. Zuletzt legte er mit Eine dunkle Begierde über Sigmund Freud und C.G. Jung sein Handwerkszeug offen. Jetzt in seinem neuen Werk Cosmopolis, ich kann gleich sagen, in seinem Meisterwerk Cosmopolis, betrachtet er die Oberfläche. Doch es geht ihm nicht um einen Blick hinter die Fassade. Er befragt die Oberfläche, die selbst eine ungeheure Tiefe hat. Dadurch, dass nichts hinter ihr zum Vorschein kommt. Cosmopolis ist ein Film über die Leere. Robert Pattinson spielt den 28-jährigen Multimilliardär Eric Packer. Der Vermögensverwalter fährt in seiner Stretch-Limousine durch New York. Er will zum Friseur. Doch es geht nur schrittweise voran. Der Präsident ist in der Stadt, Proteste gegen die Auswüchse des Kapitalismus toben und Packer wird von einem Unbekannten bedroht. In seiner Limousine empfängt er seine Kunsthändlerin, gespielt von Juliette Binoche, und hat mit ihr Sex. Sein Arzt kommt wie immer zur täglichen Routineuntersuchung und stellt eine Asymmetrie der Prostata fest. Seine Cheftheoretikerin erklärt ihm die Welt und deren Zukunft. Manchmal steigt er aus und trifft sich mit einer Prostituierten oder mit seiner aus dem Geldadel stammenden Ehefrau im Bistro. Sie sind jung verheiratet, bald wollen sie auch mal Sex haben. Unaufhörlich wird geredet. Cronenberg hat die Dialoge des gleichnamigen Romans von Don DeLillo zum größten Teil 1:1 übernommen. Die Literarizität des Gesprochenen wirkt verstörend wie der ganze Film. Es führt zu einem Verfremdungseffekt, wie man ihn sonst nur im Theater erleben kann. Cosmopolis ist eine Qual und ein großes Glück. Doch was hat sich Cronenberg dabei gedacht, ausgerechnet Robert Pattinson für diese Rolle zu besetzen? Dass der Twilight-Star Robert Pattinson kein großer Schauspieler ist, konnte man mit Entsetzen bei seinem letzten Film Bellamy feststellen. Sein Ausdrucksrepertoire beschränkt sich auf gut aussehen. Fast scheint es, als entspräche die Blutleere des Vampirs auch seinen darstellerischen Leistungen. Doch genau das ist Cronenbergs Coup. Mit Pattinson besetzt er einen Schauspieler, der nur für die Oberfläche steht. Die Perfektion seines Aussehens, die Oberfläche, hinter der nichts ist, eignet sich hervorragend für den Filmcharakter Eric Packer. Üblicherweise will Hollywood hinter jeder noch so flachen Figur im Verlauf der Handlung eine tieffühlende Psyche ausmachen, den Menschen hinter der Maske zeigen. Doch Cronenberg lässt sich darauf nicht ein. Persona bedeutet eben nicht nur Person, sondern auch Maske. Und die Figur Eric Packer ist nur Maske. Dahinter gibt es keine Person. Pattinson ist deshalb für die Rolle die Idealbesetzung. Gleichgültig, leer und maskenhaft spielt er Eric Packer. Er ist das System selbst. Ein System aus Zahlen, Fakten und Informationen, aus denen Eric Packer Geld macht. Die Finanzkrise bzw. Kapitalismuskrise ist keine Frage mehr von schlichter Moral, von Gier, wie uns Wall Street 2 klar machen wollte. Längst ist der Finanzmarkt in ein Stadium der Abstraktion übergegangen. Wenn Robert Pattinson in Anzug und Sonnenbrille auf seinem Ledersitz in der Limousine thront, entsteht im Kinosaal eine Eiseskälte, die man als Zuschauer selbst in diesen Sommertagen körperlich spürt. Die Faszination der Rolle besteht in ihrer Eindimensionalität. Dieser grandiose Film braucht einen eindimensionalen Schauspieler. Jeder Charaktermime hätte Eric Packer zum Leben erweckt. Doch wie es im letzten Satz des Romans heißt: Dies ist nicht das Ende. Im Glas seiner Uhr ist er tot, aber im realen Raum lebt er immer noch und wartet darauf, dass der Schuss fällt. Eric Packer ist ein Untoter, ein Vampir, nur eben ohne Glitzer. David Cronenberg stellt in seinem Film eine bedrückende Atmosphäre her. Mal wummert der Soundtrack urban, mal weist er einen Weg ins Horrorgenre. Doch am meisten beeindrucken die Szenen, in denen es absolut still ist. Die Limousine fährt durch eine der lautesten Städte der Welt, doch in ihr Inneres dringt kein Geräusch. In diesen stillen Szenen scheint sich Eric Packer im Weltall zu befinden. Er ist nicht mehr geerdet. Auf diversen Bildschirmen flirren Zahlen und Informationen. Er spricht über die Geschwindigkeit, die immer mehr zunimmt. Und gleichzeitig bewegt sich die Limousine nur im Schneckentempo durch die Metropole. Geschwindigkeit und Stillstand kommen hier auf einmal zusammen.
Der Film ist eine Reflexion über das Innen und Außen. Eric Packer ist besonders unantastbar, wenn er ein Fenster zwischen sich und seinem Gegenüber hat. Er trägt Sonnenbrille, er sieht den Straßenprotesten durch die Autoscheibe zu. Er bewegt sich auch draußen in einer verglasten Welt. Der Geschwindigkeitstheoretiker Paul Virilio schreibt in seinem Essay Fahren, 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 dass die Windschutzscheibe des Autos zu einer Filmleinwand wird. Die Gangschaltung bestimme die Geschwindigkeit der Bilder. Die Mobilität, auch das wird in Cosmopolis deutlich, wenn wir an die Sexszenen denken, ermögliche nicht das Zusammenkommen von Menschen, sondern nur noch deren Zusammenprall. Die Geschwindigkeit, das macht die Bildsprache Cronenbergs sichtbar, ist an einem Punkt des rasenden Stillstands angelangt. Die Geschwindigkeit ist so abstrakt geworden wie die Dialoge über das Geld. Virilio schreibt, die Gewalt der Geschwindigkeit ist nichts als Auslöschung. Eric Packers Leben ist so beschleunigt, dass er den Fall schon gar nicht mehr wahrnehmen kann. Es ist nur ein Spiel. Als er sich selbst in die Hand schießt, überprüft er mit diesem realen Akt, ob er noch etwas fühlt. David Cronenberg und Don DeLillo sind beide klug genug, um aus der Geschichte nicht die übliche Kapitalismuskritik abzuleiten, wie sie momentan im Stadttheater oder im Kuschel-Arthouse-Kino beliebt ist. Also, armer, reicher Finanzmensch wird geläutert und eröffnet ein kleines Weingut in Südfrankreich. Oder ein böser Finanzskandal wird von einem aufrichtigen Praktikanten aufgedeckt. Und dann ist alles wieder gut. Cronenberg und DeLillo philosophieren auf einem abstrakten Niveau. Was bedeutet eigentlich Geld? Hat der Kapitalismus etwas mit Arbeit zu tun? Ist der Lauf der Welt berechenbar? Ähnlich wie Martin Walser in seinem Roman Angstblüte geht es nicht mehr darum, Geld auszugeben. Es geht nur um das Spiel mit den Zahlen. Interessant ist, dass das Thema Kunst in Cosmopolis immer wieder vorkommt. Im Vorspann sehen wir ein Trip-Painting à la Jackson Pollock entstehen. Im Abspann sehen wir einen Ausschnitt eines Mark Rothko. Eric Packer will gleich Rothkos berühmte Kapelle, eine Stätte für spirituelle Kunstliebhaber, kaufen. Man denkt an die Debatte der 50er und 60er Jahre über den sozialistischen Realismus und die abstrakte Kunst, ob die Abstraktion nicht per se kapitalistische Kunst sei. Die Dialoge im Roman und im Film verlieren teils ganz den Bezug zum Realen, wie abstrakte Kunst auf nichts Gegenständliches mehr verweist. Das macht Cosmopolis so sperrig und kompliziert. Und gerade deshalb ist es der richtige Film mit dem richtigen Hauptdarsteller von dem richtigen Regisseur zur richtigen Zeit. Cosmopolis zeigt uns die Struktur der Oberfläche. Wir sollten den Mut haben, hinzusehen. Sonst schauen wir nur, aber wir sehen nicht.